Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis mit Polen, Litauen. Wir könnten dem Osmanen den Krieg erklären, aber ich werde mich an den Kommentar halten, dass wir vielleicht erstmal warten, bis wirklich Frankreich mitgeht. Wir sind nicht so viel stärker von den Truppen her und dann wissen wir ja, der Osmane hat uns jetzt schon zweimal fertig gemacht und ist uns halt moralisch gar nicht mal mehr überlegen momentan. Disziplin etwas, aber wir könnten hier noch einen Berater einstellen. Trotzdem, wir werden erstmal warten. Wir haben jetzt zweimal auf die Nase bekommen. Jetzt gibt es erstmal keinen Krieg. Die Frage ist, ob wir dabei gegen Moskau ziehen wollen. Wir könnten uns hier noch einige schöne Gebiete einverleiben. 26 Entwicklungen. Ja, hier die ganzen Gebiete sind schon relativ schön. Königreich sagt aber, mehr ist jetzt gar nicht. Wir holen uns mal hier kurz 20 Punkte einmal. Die sagen, mehr Gebiete ist gerade nicht. Aber was machen wir sonst in der Zeit? Blöd rumschauen? Moskau ist halt einfach ein Opfer. Georgien, Odojew macht noch mit. Georgien ist das, Odojew ist das. Könnten wir uns halt alles schön schnappen. Wir müssen eh warten, bis Frankreich hier weiter... Erstmal starten wir mal das Spiel. Wäre vielleicht cool, wenn Frankreich uns in den Krieg mit reinzieht. Dann würden wir nämlich die Gefallen etwas schneller bekommen. Wir haben noch ein Darlehen laufen, ja. Aber eigentlich spricht nichts dagegen, wenn man jetzt halt mal sagt, man macht hier unten Moskau mal eben weg. Die haben die Moskau einen Krieg? Hä? 6000 Truppen? Why? Why? So, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade nachschauen wollte. Irgendwas dachte ich mir, müssen wir mal kurz nachgucken. Mist, jetzt habe ich es vergessen. Okay, Druckerpresse ist am Laufen. Wird aber noch eine ganze Zeit dauern. Von den Techs her sind wir meistens voraus. Also wir sind noch voraus, aber nicht mehr lange. Keine Schiffe. Wir wären eigentlich doof, wenn wir uns Moskau nicht holen. Kaluga ist das Kriegsziel. Wir rufen niemanden mit rein. Und gut ist es. So, komm, wir machen es mal anders. Teilen. Na, nochmal zusammenfassen, bitte. Teilen. Teilen, teilen. Sag mal, was mache ich denn? So, so und so. So. Da kommen wir nicht hin. Da, da und da. Und die anderen zwei. Einen fahren wir mal hier rüber. Einen fahren wir dahin. Passt. Passt, würde ich sagen. Staatsehe mit Moldawien ist vorbei. Wird schon wieder kommen, die Staatsehe. Nichts, was mich jetzt so gerade interessiert. Diplomatie. Entschuldigung, falls ich ein bisschen husten muss. Ich bin nach wie vor ein bisschen erkältet.
Oder haben Reizhusten. Erkältet bin ich nicht mehr wirklich. Wir müssen eigentlich hier erst in die Text reingehen. Eigentlich müssen wir erst in die Text reingehen. So. Geht schnell, der Krieg. Wird nicht sehr lange dauern. Mal hier wegmachen. Da rein. Darauf. Okay, wir haben hier noch irgendwas gemacht. Verbessert Beziehungen. So, dahin. Wieso machen wir denn jetzt Minus? Irgendwo Truppen wahrscheinlich. Irgendwo Truppen. So, dann belagern wir uns hier mal kurz durch. Du ziehst dich schon wieder zurück. Rashasan, Olonetz, alles gewonnen. Zwei neue Konvertierungen anschmeißen. Du gehst mal dahin. Du gehst dahin. Du gehst da runter. So, Odoyev, dich würden wir einfach direkt nehmen. Willst du nicht? Aber ich will das. Wart mal noch kurz, kein Thema. Kommen wir nach Georgien? Ja, kommen wir. Kommen wir. Hier machen wir ganz gechillt, mal kurz hier alle versammeln. Die ziehen wir nämlich dann auch gleich zurück. Dafür steht Familie, okay. So, dann geht ihr mal noch hier runter. So, Dojev, wie schaut's aus? Immer noch nicht. Oh, was haben wir denn hier? Hält religiöses Konzil ab. Toleranz, wahrer Glaube, Diplorep, Brandenburg, Frankfurt, Menge. Okay, ja. Nehme ich natürlich gerne mit, den Ruf. Nehme ich natürlich gerne mit. Warum auch nicht, würde ich sagen. Die einen Truppen hier hinten sind zurückgezogen. Bitte nicht anschließen. Dich stellen wir auch woanders hin. Jährlich Prestige. Ja, nehmen wir mal mit. Geh mal kurz durchbelagern. Odoyev, wie schaut's aus? Ja, ich kann mal nehmen. Kann ich nur nicht. Kein Separatfrieden, na gut. Dann halt kein Separatfrieden. Auch kein Problem. Ausländischer Thronfolger. 2 zu 4 wollen wir nach wie vor nicht. Okay, wir sind schon... Bei 99% sollen wir dich extra rausnehmen für 55 Gold. Das rentiert sich gar nicht. Also, was wollen wir? Wir wollen eigentlich einfach alles hier so. Zuck, 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 zuck. Und Geld. Frage ist, wollen wir das eine hier auch? Oder lassen wir das weg und wir nehmen 400 Geld dafür? Ist das die Hauptstadt oder was ist das hier? Warum ist das so viel wert? 12 Entwicklung. Du hörst hier oben zu Nischni Novgorod. Lassen wir das doch. Nehmen wir lieber das Geld mit. Ja. Passt. Forderung senden. Forderung senden. Wir können wahrscheinlich eh nichts. Mal kurz alles annektieren. Schulden zurückzahlen. Truppen an die Grenzen.
Und wir chillen wieder ein bisschen. Hülsen hat einen Aufstand. Okay, können sie sich selber drum kümmern. Brauchen uns nicht. So, wie schaut's aus? Oh, Frankreich hofieren. Plus 11. Das ist doch schön. Nehmen wir dich doch lieber. Du bleibst da unten. Okay, die Aufständischen schlagen wir mal schnell nieder. Wir warten kurz, bis wir uns hier ein bisschen was geschnappt haben an Gebieten. Osmane, wie schaut's denn in der Theorie aus? Österreich würde nur noch gegen Land mitmachen, aber das ist okay für mich. Jetzt werden wir gerade richtig überlegen. Machen blöderweise aber halt auch alle mit. Der stärkste Gegner ist Gassikumu. Okay. Ja, ist dann sowieso die Frage, wie gehen wir in dem Krieg vor? Wir könnten natürlich erst Gassikumu rausnehmen, aber mal ehrlich, die 14 wahrscheinlich nochmal 8 oder sowas, die 20.000 Truppen, ja, könnten schon eigentlich was ausmachen, gell? Aber eigentlich würde ich mich lieber gerne wieder auf den Bereich hier konzentrieren. Vollkommen wurscht, was wir nehmen. Interessiert mich beides nicht. Wie lange ist denn unser goldenes Zeitalter noch? Wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, es ist jetzt quasi weg. Es ist jetzt quasi weg. Hm. Spanien ist neuer Rivale von mir. Chance nutzen oder noch irgendwas mit Truppen machen. Ich glaube, wir könnten langsam in die 15 reingehen. Wie viel Dings haben wir denn? Gefechtsbreite 27. Wir kommen momentan auf 14,4. Wenn ich das Doppelte nehme, 28,8. Ja, wir könnten eigentlich auf die 15. Also ich habe ein bisschen zu viel. Komm, wir nehmen mal hier überall einen Soldaten mit. Kanonen könnten wir aufstocken, aber da haben wir kein Geld. Da haben wir momentan kein Geld. Wie viel Truppen hatten der Osmane in der Hinterhand eigentlich? Jetzt ist er auf jeden Fall stärker als wir, by the way. Gassikumu hat einen Krieg, das ist schön. Hat keine Rekrutenreserve der Osmane. Ich muss eigentlich. Nein, jetzt macht Frankreich nicht mehr mit. Okay. Österreich hat den Papst zu einem Kreuzzug überredet. Ja, wir müssen warten. Frankreich brauchen wir zwangsläufig schon. Frankreich brauchen wir zwangsläufig schon. Hm. Okay, unsere Schiffe fahren auch alle oben rum, glaube ich. Ja.
Nehmen wir mal Innovation mit. Hier gehen wir in die Tech sofort rein. Okay. Wollen wir was bauen? Eigentlich würde ich das Geld lieber sparen. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Nein, es ist nicht. So, Frankreich, was machst du? Tilge doch mal deine Schulden, Frankreich. Was macht Frankreich? Zu wenig Sitze. Was, wo werden wir denn noch einen hinsetzen? Wie wäre es nach Smolensk? Novgorod. Oh, hier. Nischni Novgorod. Das gefällt mir gut. So, Osmane. Ist auch gegen Moskau im Krieg jetzt. Ja? Das ist der gemeinsame Krieg. Ja. Wir sind im gemeinsamen Krieg. Aber wir können daraus keinen Vorteil ziehen. Nee, wir brauchen Frankreich unbedingt. Ich hätte doch gleich den Krieg erklären sollen. Wäre besser gewesen. Wäre besser gewesen. Ja, so läuft's, so läuft's. Ich glaube, jetzt sparen wir dann doch wieder ein bisschen. Oh, wir haben gar keine Generäle, sehe ich gerade. Wo sind unsere ganzen Generäle hin? Wo sind denn unsere ganzen Generäle alle hin? Oh, da sind jetzt aber ein paar schöne rausgekommen. Ja. Ja. Wir lassen mal hier kurz ein bisschen trainieren. Ein bisschen trainieren, okay. So. Frankreich, komm schon. Ey, immer noch 2070 Schulden. Warum passiert denn da mit den Schulden nichts? Nein. Warum passiert da mit den Schulden nichts in Frankreich? Es gefällt mir nicht. Kegasi Kumu hat sich jetzt den Rest gefressen. Oh, schaut mal, Novgorod ist wieder da. Ja, hallo, Novgorod. Könnten wir uns dann auch irgendwann einverleiben? Unruhe global oder wir verlieren... Ja, wir nehmen die Unruhe. Weil da stehen wir jetzt gar nicht so schlecht da. Insgesamt passt es schon. Ja, nochmal Unruhe global können wir nicht machen. Das geht gar nicht. Frankreich, 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 was mache ich mit euch nur? Steuernahmen lokal, immer im Zweifel, immer Steuereinnahmen, wenn man keinen Bock hat nachzuschauen. Sollen wir... Komm, wir gehen mal hier einen Punkt höher.
Okay. Kommt schon. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall hier mal sparen. Hier gehen wir in die Diplo jetzt mal rein. Wir gehen mal bei der Diplo Verbündete, eigene, erzürnte. Frankreich können wir hier inzwischen aber auch zurücknehmen. Könnt mal Österreich um Gefallen bitten. Wir wollen Dukaten. Macht 69. Ernsthaft? Was sind das alles für Länder? Rekruten. Sind wir voll. Okay. Ja, werden wir tun natürlich. Wir gegen Gassikumu und Karelien. Oh, das hier, okay. Wäre natürlich schön, wenn die das Bündnis vielleicht mit dem Osmanen auflösen würden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es passiert, aber geil wäre es halt. Ich würde so gern diesen einen Punkt hier nehmen. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Aber dann haben wir jetzt diese administrative Macht plus 1. Und das ist halt insgesamt gut. Dann kommen wir jetzt hier mal kurz in Rückstand. Scheiß drauf. Vollkommen egal. Vollkommen egal. Angreifer gegen Karelien. Ah, Novgorod ist mit Schweden verbündet. Habe ich jetzt noch nicht ganz realisiert gehabt. Das ist ein bisschen dumm für uns. Steuereinnahmen, nehmen wir. Die Steuereinnahmen nehmen wir. Unruhe, derzeit 14. Ja, dann ist eigentlich eh schon wurscht. Aber diese eine Infanterie. Ja, mag mich jetzt mal Schweden mal kurz ein bisschen weniger. Ist halt so. Wo haben wir einen Aufstand? Ja. Wo haben wir denn Aufstand? Könnte in die Militärtech gehen für 1062 Punkte. Geil. Keine Ahnung, wo wir einen Aufstand haben. Das sind nicht wir. Geh mal da oben rein. Fassen wir die halt einfach zusammen. Haben wir halt einen Trupp mit ein bisschen mehr. Auch okay. So, was ist passiert? Einmal haben wir hier die Schlacht gewonnen. Und Gassikumu ist raus aus dem Krieg. Na gut. Na gut. Wenn das so ist, ist es so. Wir postieren uns hier wieder an den Grenzen. Wir verlieren eine Stabi und verlieren Loyalität oder wir verlieren Armeetradition. Ja, in dem Fall, sorry, muss die Armeetradition weg. In dem Fall muss
die Armeetradition weg. Es geht nicht anders. Wie viel haben wir denn noch? 46. Oh ja, das ist schon ein bisschen bitter. Ist schon bitter. So, Osmane. Wie guckt's? Frankreich hat immer noch 2070 Schulden. Ja, aber wir brauchen Frankreich. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wir können noch in die neue Tech gehen für 1000. Würden dafür Innovation bekommen. Aber das ist mir einfach zu teuer. Wahrscheinlich ist der große Konkurrent mal wieder... der Osmane, dass der vor uns in die 14 geht. Beziehung verbessern, nehmen wir mit. Was haben wir als nächstes hier? Kampfstärke Infanterie und die Disziplin. Aber jetzt müssen wir einmal da oben noch rein. 1844. Wir könnten dabei mal kurz unsere Festungen ausschalten. Ja, wir haben gerade gleich die 90% erlangt. Wir könnten natürlich Geld in den Franzosen reinpumpen. Dann würde er, aber habe ich halt keinen Bock. Verstehe es auch nicht, warum der seine Schuld nicht tilgt. Nee. Jetzt gehen wir einmal auf jeden Fall da oben rein. Wenn hier dabei jetzt ein bisschen trainieren. So, jetzt haben wir zu viel militärische Macht. Oh, sollen wir das jetzt machen? Eigentlich halte ich ja gar nichts davon. Aber komm, wir nehmen die Innovation einmal mit. Wir nehmen sie einmal mit. Es ist eine schöne Tech. Also, da haben wir gar nichts. Okay. Wir hatten, glaube ich, noch Gefechtsbreite. Was kann ich denn hier theoretisch machen? Den Kreml. Ja, ist okay, aber... Jetzt keine 1000 wert. Wir brauchen Geld für... Intuition. Institution. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Ach, Frankreich, ihr seid doch solche... Ja, wir nehmen natürlich die Grundmannstärke her. Du hast auch schon gefördert, Frankreich. Was machst du gerade mit deinem Geld? Ich hätte ja verstanden, wenn er dir auch sparen würde oder irgendwie so ein Scheiß. Aber tut er ja nicht mal. So, 90% by the way. 90%. Jetzt sind wir hier einmal komplett durch. So, wir können fördern. Machen wir sofort. 10 Prestige. Geil. So, dann kriegen wir nämlich jetzt hier gleich auch für 504 Punkte
die nächste Tech, also wenn das Monat rum ist. Sehr schön. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, für diese Folge war es das. Wir harren der Dinge, bis Frankreich mit in den Krieg geht. Jetzt können wir da mal ein bisschen Geld reinpumpen, so langsam in sie. Boah, schaut mal. Zwischen halt schon wieder stärker als wir. Oh, Bündnisse aufgelöst. Bündnisse aufgelöst. Ja, aber haben halt Rekrutenreserve. Der Osmane alleine hat 231.000 Soldaten. Okay. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.